Dann entwickeln sie aber weiter, sie gehen einen Schritt weiter in die manipulative Ebene. Ne, das heißt, ich sagte ja schon, bei den SK Plus entwickeln sie unter Umständen sehr unrealistische Selbstannahmen über sich selbst. Ne, zum Beispiel, der Narzisst entwickelt Annahmen von: Ich bin der Beste, ich bin der Intelligenteste, ich bin der verkannte Nobelpreisträger. Darauf werden wir bei Narzissten noch genauer eingehen. Na, bei den Normen entwickeln sie sogenannte extrinsische Ziele. Na, also wenn sie die Norm haben, sei die Wichtigste, dann ist das motivationstheoretisch ein Vermeidungsziel. Vermeidungsziele, na, determinieren das Handeln in sehr hohem Maße. Aber Vermeidungsziel heißt ja, sie wollen das Eintreten negativer Ereignisse vermeiden. Na, das heißt, sie wollen im Grunde sozusagen Signale von Unwichtigkeit, sie wollen Signale von Abwertung, na, sie wollen solche Signale im Grunde vermeiden. Darum geht es im Wesentlichen bei den Normen. Ich bin überhaupt bei Persönlichkeitsstörung kein Freund von DSM oder ICD. Und das ist sehr euphemistisch formuliert. Na, also ich finde, DSM und ICD sind absolute Scheiße, um es wirklich mal auf Deutsch zu sagen. Na, ich finde, im Persönlichkeitsstörungsbereich ist das ICD toll zum Kamin anmachen. Ja, es gibt ganz viele Gründe, mit denen ich mich jetzt nicht so auseinandersetzen kann. Na, also ein Grund, der mich am meisten triggert, durch meine Forschung kenne ich mich ja in der empirischen Literatur gut aus. Na, und das DSM hat sich ja im Grunde kaum verändert in den letzten Jahren. Und es ist wirklich null der empirischen Forschung im ICD angekommen. Das ist wirklich für ein offizielles Diagnostikinstrument peinlich bis zum Abwinken. Also Forschung, ne, geht an dem Diagnostikkriterium vorbei. Und man kann sich doch nicht hinstellen und sagen, das ist das Kriterium, an die sich alle halten muss. Das ist empirisch, aber 20 Jahre zurück. Das ist eben das, ja. Ja, das ist doch Schwachsinn. Ja. Das eben, der DSM macht nur Oberflächenmerkmale. Sie verstehen doch die Störung gar nicht, wenn Sie wissen, was da drin steht. Und viele Merkmale sind einfach Unfug. Na, Okay. zum Beispiel reinzuschreiben, Narzissten haben Empathiemangel. Da muss man definieren, was Empathiemangel ist. Und Sie müssen sich klar machen, wenn Sie im Grunde, das sage ich ja immer, manipulieren wollen, was Narzissten ja tun, dann müssen Sie eine Empathie im kognitiven Sinne haben, sonst können Sie nicht manipulieren. Das ist doch ein kompletter Schwachsinn, reinzuschreiben, Narzissten hätten Empathiemangel.